lockende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Gianni Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergiswil und fundierter Kenner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag hat Freiamt doch überraschend gegen Chriesere gewonnen und das noch erstaunlich hoch, 25 zu 13. Willisau verliert noch überraschend gegen Einsiedler 20 zu 17. Damit katapultiert sich die Einsiedler im Halbfinal. Wer hätte das gedacht? Die Saison zu Ende für Schattdorf mit einem knappen 21 zu 17 Sieg über Hergiswil. Das steht jetzt im Abstiegskampf. Wer hätte das gedacht? Der Gianni hat das Duell genau unter die Lupe genommen und fundiert analysiert. Der Gianni meint. Gut, letzte Wochenende gemacht für 10. und letzte Runde für Vorrückrunde für den Force League. Habe schon drei Kämpfe, einer ist weniger spannend, andere mehr spannend, aber es ist eine richtige Finale für diese 10. Runde. Viel mehr spannend als die vorherigen Jahre. Gegen der letzten Runde ist auch sehr viel entscheidend. Für Halbfinale, ein Halbfinale, den Platz immer noch auf, wenn sie. Gut, beginnen für Freiamt gegen für Chriesen. Das ist klar, ist beides vorher schon qualifiziert für Halbfinale. Gerade so, Chriesen haben vorher 3 Punkte Vorsprung. Das heißt, egal was machen für die letzte Runde für Chriesen, Chriesen ist schon vor einer Runde vorher schon für sie gewesen. Das schon gesehen für Mannschaftsaufstellung, schon ein paar Leute machen ein bisschen Pause und ein, zwei andere Leute werden vorher für die zweite Mannschaft geringen, für die erste auch eingesetzt. Das schon sehen für Resultat, relativ hohe Differenz, 25 zu 13 gewinnt für Freiamt, aber gerade so und das ist der 5 Gewichtklasse, alle 5 Gewichtklasse 4 zu 0 gewinnt. Das ist. Das heißt, für uns haben schon viel bessere Leute für Chriesen, aber das für Halbfinale und Finale muss auch zeigen. Da ist eines Bertschaflam und läuft weiter, wie ganze Saison. Jetzt schon wieder gewinnen, das ist 10. Kampf, 10. Sieg und auch. Es ist deutlich, Vorrunde 15 zu 0 gewinnt, wie ein Zuschauer-Roman, aber jetzt 11 zu 0. Und andere Ringen ungefähr so gewinnt, wie warten. Und das ist 2 Gewichtklasse für Leute, Burder gewinnen, beides 4 zu 0. Eine technische Überlegenheit, andere für Shooter-Sieg. Beides Mannschaft jetzt warten für nächste Woche beginnen für Halbfinale. Für Einsiedel, dann gegen für Chriesen und Willisau gegen für Freiamt. So aussehen, welche Mannschaft nach 10 Runden ist vorne. Das ist das erste Mal zu Auswärtsringen und das zweite Mal zu Hause. Und immer so, erste gegen für vierte, zweite gegen für dritte.
Und so beginnen vierte, erste Mal zu Hause und dritte, erste Mal zu Hause. Rückrunde, erste und zweite ist zu Hause. Nächste Match. Alle Ringerige Einsiede gegen RC Willisau. Und da bringt eine Überraschung abends für Einsiede, welches sie verdient. Willisau oben Buchel Thomas Rings, welche mindestens 4-5 Jahre nicht mehr aktiv ringen. Aber ich weiß nicht, ob das klappt oder nicht klappt. So sagen für Klappe zu aufstellen für Mannschaft und etwas für Notsituation für Willisau wegen der Reich und Stefan machen für Vorbereitung für Weltmeisterschaft und Riese Marco Rings für Wochenende für Martini für den Finalkampf für Nazi B, für Challenge League. Da haben ein, zwei, so sage, gute Überraschung, gut, ja, schon verdiente Überraschung. Näher, ja, Hogelin gegen Studer Mirko. Studer Mirko ist Finalist für Einzelschweizer Meisterschaft und jetzt schon abtrainiert und 18-2 deutlich hoch verlieren. Und der Spitzenkampf ist näher gegen Portman Tobias, auch 6-4 gewinnt. Dieses Jahr das erste Mal ringt für näher für Mannschaft Meisterschaft. Und der andere für 97 Kilo näher Sven, Greco gegen Scherer Samuel. Vorrunde verloren für Scherer Samuel, aber jetzt 8-5 gewinnt. Und so 20-17 gewinnt für Einsiede. Das heißt, es ist egal, was machen für andere Seite für Schadorf. Das schon weiß für Einsiede auch, wenn gewinnen, nachher wegen für Resultat gegen für Schadorf. Er habe mehr Punkte wie Schadorf, wegen Auswert höher gewinnen wie Schadorf. So sichert für Einsiede für seine Seite für den letzten Halbfinalteilnehmerplatz. Und nächste Woche gegen für Meister Kriessen zu Hause. Und der letzte Kampf, alle vorher studiert, das ist ein sehr spannender Kampf und das schon gezeigt für Abend. Und besser rauskommt für Schadorf, wegen für den letzten Kampf 17-17 und der letzte Kampf entscheidet für Christian Nikola gegen für Kunst für die technische Überlegenheit gewinnen und so gewinnt 21-17 für Schadorf. Aber das ist nicht genug für Schadorf, wie vorher schon gesagt, Einsiede auch schon gewinnen. So heißt es so aussehen für Rangliste, der erste ist Kriessen, zweite Freiamt, dritte Willisau, vierte Einsiede, fünfte Schadorf, sechste Hergisse. Jetzt ist so aussehen. Jetzt der Challenge auch laufen für Final. Erste Finalkampf Brunnen gegen Martin 24-16 gewinnen. Uffusen zu Hause für dritten Platz verloren für Oberried Grabs. Beifelden zu Hause für fünften Platz 32-9 gewinnen gegen Sensi. Dondidier zu Hause verloren für Thalheim. 22-18. So aussehen, jetzt habe ich 8 Punkte Vorsprung für Brunnen, habe einen Rückkampf, aber das ist sehr schwer für Schaffen, für Martini, für Holen, für diese 8 Punkte. Das heißt, nächste Woche dort machen für letzte Runde für Challenge League. Und nachher kommt Huse. Schadorf ist beendet diese Saison für 5. Platz. Erste 4 machen für Halbfinale, nachher für Finalkampf und Kleinfinal für dritten Platz und nachher 25. F und 3.12. machen Auf- und Abstiegskampf für Hergisvir, aber momentan Wagner warten für Gegner. Kriesere hat seine Ringer geschont und zeitig aus der zweiten Mannschaft eingesetzt. Das zeigt das Resultat. Einsiedler hat wegen dem Ausfall von Willisauer Ringer zurecht gewonnen.
Und für Schattdorf ist die Saison fertig, während für Hergiswil am 25. November der Abstiegskampf anfängt. Das meint der Johnny. Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und lies, was andere geschrieben haben. Während Hergiswil noch bis am 25. November pausiert, startet am Samstag bereits der Halbfinale. Einsiedler trifft daheim auf Kriesern und Willisau daheim auf Freiamt. Wer gewinnt, nicht verpassen, Prognose von Johnny demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.